Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Atomic Heart. So, wir sind das letzte Mal hier drin stehen geblieben. Anders als bei Hogwarts Legacy nehme ich das Ganze tatsächlich immer nur ein Part pro Folge auf, deswegen nicht wundern, wenn es hier ein bisschen wirr ist. Oh, eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Doch, wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Was haben wir? Da ist irgendwie nichts. Ich habe Angst, dass da jetzt gleich einer kommt, aber ich glaube noch nicht. Noch nicht. So. Durch diese Fähigkeit ist das irgendwie cool, dass man so hier die Sachen rausholen kann. Aber es fühlt sich so an, als würde ich dadurch Sachen verlieren oder nicht einsammeln. Achso, übrigens. Ich nehme jetzt in. Aha. Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Oje. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritz dein Polymer in mich hinein. Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör nicht auf ihn, mein Großer. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Nach dem, was da gerade abging, renne ich liebend gern durch jede Wand. Aua. Das tat weh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wäre es das gewesen. Betonung auf. Fast. Stimmt. Suchen wir den Verräter. Wenn ich den in die Finger kriege, reiße ich ihm den Kopf ab. Ich meine, also irgendwas reiße ich ihm ab, verdammt. Nice. Was ich gerade eben sagen wollte, ich nehme jetzt offiziell in 4K auf, weil ja, ich hatte immer ein bisschen Schiss wegen ja, FPS und so, aber irgendwie merke ich gar keinen Unterschied. Trotz immer noch Einstellungen auf Atom. Hochladen werde ich das Ganze aber nicht auf im 4K, weil OBS hat da anscheinend gar keinen Bock drauf. Dafür ist mein Chip anscheinend zu schwach oder keine Ahnung. Aber da sagt dann immer so, nö. Deswegen lasse ich OBS das runterskalieren auf 1044, glaube ich. Ah, vielleicht werde ich es auch im Nachhinein auf 4K hoch, wieder hochrendern. Mal gucken. Mal gucken. Lalala. Oh, eine Cutscene. Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut. Du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir her. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chalomei. Victor, rette dich! Chalomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung. Hey, stehen bleiben! Warnung. Ja, perfekt. Alarmstufe rot. Lockdown im Gang. Jetzt muss ich aber auch gegen so komische fliegende Dinger kämpfen, oder was? Ah, natürlich. Oh ja, perfekt. Aua.
Bin schon wieder halb tot. Oh Mann. Erstmal weg. Erstmal weg unter allen. Gar keinen Bock hier wieder drauf zu gehen. Piss dich. Piss euch alle. Uiuiui, das Spiel ist wirklich sehr hektisch. Sehr hektisch. Er ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Okay. Sie sind in der Wand. Kannst du sie nicht hören? Da trippeln sie herum. Ich fürchte mich vor ihnen. Du musst dich nicht fürchten. Du bist tot. Ich weiß, als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihnen. Vor wem? Den Robotern? Nein! Roboter töten kurz und schmerzlos, aber sie... Sein verbleibender Polymerspeicher ist aufgebraucht, Genosse. Alles klar. Die Leute hier werden nicht von Robotern getötet. Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden. Ja, also die Leichen kann man irgendwie nicht zerhauen. Okay. Ach, da geht's rein. Weiter. Okay, dann gehen wir mal da rein. Lalala. Oh, hallo, lebst du noch? Siehst irgendwie nicht so aus. Obala. So hockt man da. Aber das wäre jetzt so witzig gewesen, wenn es so ein Jumpscare wäre. So, oh, ich habe hier geschlafen oder so. Das ist wieder so ein Schloss. Und muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Du kannst sie fallen lassen. Oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Mhm. Okay. Blöd, dass man das nicht aufmachen kann, während man die Kerze trägt. Naja. Das will ich nicht. Du kommst her. Also bisher scheint es doch ganz gut zu laufen. Vor allem, ich komme gerade nicht drauf klar, dass ich das Spiel gerade in 4K spiele und es einfach, was die Frames angeht, keinen Unterschied macht. Diese Lader spielen verrückt. Ist das Petrovs Werk? Sei vorsichtig! Lader sind extrem robust. Mit einer simplen Axt kommst du nicht gegen sie an. Bei Verrückten, solchen aus Metall und anderen, kann eine Schocktherapie Wunder wirken. Okay. Was ist das? Licht. Ach Mann, ey, mal drücke ich hier aus Versehen auf den Computer. Dabei will ich nur looten. Okay. Mehr looten. Sonst, was haben wir da? Schocktherapie. Okay. Oh. Darf ich da bitte vorbei? Dankeschön. Oh.
Was war das? Ach, das klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend. Beeil dich, Major. Was meinst du denn, was ich hier mache? Rumgucken. Weil es einfach alles so schön aussieht. Also Respekt an die Entwickler auf jeden Fall. Sieht halt echt gut aus. Ui. Dann dem einfach nach. Anscheinend ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden. Und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Scheiße. Komme ich da jetzt rein? Indem ich den da vorher stoppe. Das war nicht so gut. Können wir auch einfach hier hinstellen, oder? Und warten, bis er weiterfährt. Müsste doch eigentlich klappen. Super. In der Luft spurten. Drücke während des Springens Linkshift, um ein weiteres Mal in die Luft zu springen. Okay. Oh, scheiße. Das hat ja gut geklappt. Jetzt aber. wo soll ich denn da hin? Ach da. Wie komme ich da? Oh mein Gott, Alter. Es schreckt mich halt. Es ist schon so leicht Jumpscare-mäßig hier. Oh, perfekt. Ich bin tot. Ich komm, ey, die stecken mich immer in die Ecke und ich komme nicht mehr weg. Diese fucking Flanders, ey. Was ist das? Eine Pflanze. Was mache ich damit? Ja, was haben wir denn hier? Du hältst dich also für klüger als deine Chefs? Nein, du verdrehst meine Worte, Doktor. Ich habe nie gesagt, dass ich klüger bin als sie. Du hast aber gesagt... Ich habe gesagt, wenn ich dieselben... Dies ist die Luna, eine Art Schloss. Es öffnet sich, sobald alle 5 Öffnungen Behälter mit Mondgesteinsbrocken enthalten. Ihr Eierköpfe steht echt auf Schlösser, was? Ich gehe dann mal Behälter suchen. Oh shit. Wenn ich genug Ressourcen hätte wie sie, würde ich ebenso viel erreichen können. Oh shit. Wenn nicht mehr. Beneidest du Menschen? Oh scheiße. Sechenov, Lebedev und Figemonenko? Beneiden ist nicht das richtige Wort. Beneiden heißt, man möchte haben, was jemand anderes hat. Das will ich aber nicht. Ich will an ihrer Seite stehen. Ich will ihnen gleichberechtigt sein. Und ich spreche nicht von ihren Entscheidungsbefugnissen. Gott, wie kommen denn da noch? Dass wir alle wirklich gleichberechtigt sind. Aber genug davon. Wir haben das schon 100 Mal besprochen und du glaubst mir immer noch nicht. Das ist Zeitverschwendung. Wache, wir sind hier fertig. Ich bin so extrem auf Looten fixiert, dass ich nie so wirklich in die Räume gucke. Und dann denke ich mir immer so, hey, vielleicht springt da gleich so ein Roboter gegen meinen Kopf oder sowas. Ein seltsames Lied, aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles? Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden. Weiße. Musikalische Radiowellen aus der Zukunft. Ich habe einen. Okay. Ah, perfekt. Du, die anderen zwei, die mir fehlen, sind irgendwo da hinten. Wie komme ich da hin? Wieder mit dem Zeug hier. Glaube ja, oder? Es gibt nämlich irgendwie mehr so Stellen. Komm ich da rein? Nein. Boah, da komme ich doch nie hin. Vor allem, wenn er jetzt schon stehen bleibt. Probieren wir es einfach mal aus gleich. Bin da an der Lampe hängen geblieben. Das ist ja mal doof. Der hat auch gar keinen Bock mehr.
Was haben wir hier oben? Kann ich von hier oben einfach irgendwo hin? Nee. Ich bin tatsächlich ein bisschen überfordert. Okay, nee, da kann man anscheinend gar nicht rein. Aha, ich bin jetzt aber da oben drin. Okay. Also bringt mir das gar nichts. Sehe ich das jetzt richtig? Hm. Der hat aber auch keine Kiste. Muss ich jetzt wieder mit dem da fahren? Na dann. Uah. Die Situation ist kritisch. Hm. Kann ich eigentlich diese Roboter-Dinger da kaputt machen? Wenn ich nicht ständig hängen bleiben würde? Ah ja, okay, perfekt. Dann muss ich es nicht immer machen. Was ist jetzt eigentlich das? Keine Ahnung, warum ich das machen kann. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Ich bin doof. Bitte. Ich weiß nicht, wo ich hier weiterkomme. Kann ich einfach durch das Fenster? Warum kann ich nicht einfach durch das Fenster? Ach, guck mal. Oh Mann, ich bin so dumm. Hier sind einfach fucking Fische, Alter. Kein Plutonium. Mhm. Ja. Was mache ich jetzt hier? Achso, hier. Was? Bauplan, achso. Es scheint schon das wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können. Aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut. Flatsch. Wenn ich eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Okay. Oh, noch das Ding. Perfekt, das habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Da ist er. Da bist du ja, Schatz. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon abserviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, mach mich fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange, gefällt es dir, Liebling? Ey, das ist aber auch blöd, ne? Ich habe mich sehr angestrengt. Nicht übel. Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Hengst. Versuch's einfach, ja? Oh, das ist doch verrückt. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, dass ich eine Schuldwende habe mit genug Munition. Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise beschädigt. Also entweder kommt es mir nur so vor, oder die Grafik ist für mich selber wirklich besser, weil ich jetzt in 4K spiele. Hm. Oder ist es nur Einbildung? Ich hab noch einen. Und zack. Und den letzten. Geschafft. Ich glaube, es funktioniert. Mann, das ist ein scheiß Schrotflinte, der hab, wo ich. Die Anlage. Die ganze Zeit wusste, dass ich eine habe, aber ich wusste die ganze Zeit nicht, dass ich Munition habe, weil ich nie nachgeguckt habe, weil ich einfach doof bin. Aufgepasst. Schau regelmäßig bei Fabrikator Nora vorbei und vergesse nicht, aktive Fähigkeiten zu lernen und eure Waffen zu verbessern, um auf Mission so effektiv wie möglich zu sein. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv. Das Herz des Wawilow-Komplexes.
Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Mhm. Was mit dem Roboter? Der ist auch speziell. Einfach einen Bogen drum machen. Muss jetzt echt von vorne machen. lol. Ich bin kurz hängen geblieben. Da war doch irgendwas. Kann ich das nicht? Hier ist noch eine Kiste. Greift mich jetzt was an? Das klingt so, als würde es hier zu mir rüberkommen wollen. Was ist das denn? Kleiner Wichser. Aha, noch einer. Oh, nicht schon wieder so ein Flammen. Oh nee, der kann auch was anderes. Schöne Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Aua. Alter, die Dinger töten mich ja übel schnell. Ich will einfach nur weg. Und da steht ein Roboter. Moin, Meister. Okay, das macht es deutlich einfacher. Ach du Scheiße. Zeig mir, was du drauf hast. Oh mein Gott, wieso sind das so viele? Und ich habe gleich keine Muni mehr. Aua. Eieieiei. Oh, die Musik taugt mir aber. Noch eins. Das kann nicht sein. Wieso sind da so viele? Darf ich da rein, bitte? Ich hab ein bisschen Schiss. Jetzt nach oben. Da seitlich mit dem Fuß aus Versehen eingequetscht sein. Gar keinen Bock. Jetzt bin ich oben. Oh. Nee, Mann. Ach nee, ich hab nur noch einen Schuss. Was für eine Kackwaffe. Die schießt so langsam. Warum schießt die so langsam? Boah. Nein! Nein! Scheiße. Wieso fahre ich denn jetzt schon wieder runter? Weil ich da aus den reingelaufen bin. Ach, verdammte Kacke. Und wieder rein. Und hinauf. Ja, da schießt er schon mit dem Laser rum, weil er auf mich wartet. Schau ihn dir an. Boah. Da, wie viele noch? Ich mach so keinen Strom. Ja, perfekt. Okay. Ich hab halt keine Energie. Verdammt. Presst halt auch nicht. Ey, wie soll man denn das? Wie soll man das runterholen, wenn man keine Munition mehr hat? Na ja, egal, ich ignoriere es einfach. Einfach weiter. So.
Hier noch ein bisschen Zeug rausholen. Genau, die Schränke abchecken. Die hier mal wieder nicht. Das ist auch so random. Manche kann man doch checken, manche nicht. Autorisierung. Major Nechayev. Codename P3. Zugang. Waffen schon im Besitz. Bauplan erforderlich. Verbesserungen. Lagerdemontage. Ach, das ist mein Inventar. Was ist das denn? Keine Ahnung, im Leben. Was kann ich hier noch verbessern? Griff. Installieren. Muss ich da. Ach, da sehe ich, wie viel ich habe. Och, lol. Das kann ich ja. Habe ich ja mehr als genug, um das direkt auf Stufe 2 zu bauen. Oh. Der Schwede. Okay, Griff. Stufe 1. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit. Okay, let's go. Dann, was ist hier? Verbessert jeden Schlag Energie. Aha. Klinge. Der Einsatz von Supraleitern reduziert den Verlust eingehender kinetischer Aufprallgeschwindigkeit, wodurch der Energie pro Angriff regeneriert wird. Aha, vernichtender Hieb. Und Umschlag. Starker Hieb. Kartuschenwaffe. Hey, wie jetzt? Kann die Klinge der Waffe mit einer dünnen Schicht eines speziellen chemischen Polymers überzogen werden? Diese Schicht verleiht ihr zu sehr Eigenschaft, wie sie. Aha. Ja, okay, warum nicht? Einfach auf da. So, die Klinge auf Stufe 2 noch bitte. Und. Zack. Und auf 3 kann ich es auch noch bauen. Nee, kann ich nicht. Da fehlt noch ein bisschen was. Das können wir aber noch aufholen. Krass, ey, wie viel ich da schon hochbasteln kann. Aber das. Das geht auch noch. Hä? Ging das vorhin nicht? Okay, da fehlt mir wieder was. Und das. Da fehlt mir auch was. Krass, Alter, schon übel hochgepusht. Heftig. Ja, gut, dann. Würde ich sagen, war es das jetzt erstmal. Mit. Part 3 und dann geht's morgen weiter. Atomic Heart, euer Guantanamo. Tschüssi!